So, es geht weiter bei Harry Potter, Leute, mit einer Menge Flubberwurm-Schleim und Hektoplasma, das Geister zurückgelassen haben. Ja, entschleime du mal, Harry. So. Wir sind hier stehen geblieben und waren gerade das Zweihornhorn von. Oh Gott, Schluck auf, Leute, wie peinlich. Wir waren gerade das Zweihornhorn am Klauen von unserem guten Snape. Okay, hier haben wir ein Rätsel. Leute, der Schluck auf. Ich nehme auf und hab Schluck auf. Das ist wieder typisch. Ah, okay, ich verstehe. So müsste es richtig sein, oder? Ich meine zumindest. Boah, Leute, der Schluck auf. Das nervt mich jetzt schon. So. Oh, Peeves, du bist so cool. Meine Güte, das musste sein. Was haben wir hier? Das ist zu tief. Ne, wir gehen hier hin. Okay. Flipendo auf unseren kleinen Gnomfreund hier. Oh Leute, der Schluck auf. Furchtbar. Komm her. Rein mit dir. Ja. Lang nicht mehr aufgeräumt, unser guter Kollege. Oh Gott, wie peinlich, Leute. Furchtbar. So, da geht's weiter. Wir gehen erstmal hier hin. So, entschuldigt der plötzliche Schnitt, aber der Schluckauf musste beseitigt werden. Bohnen, sehr schön. Oh, sehr schön, mega Powerrinde. Wird aber nachher eher das Unseltene sein, so viel kann ich euch versprechen. Das werden wir oft finden. Was haben wir hier? Bestimmt auch noch irgendwas, oder? Gar nichts. Da ist doch was hinter, oder? Nee, aber das ist mir nicht wert. Hier sind keine Sterne, das heißt, wir müssen nicht so genau suchen. Dann gehen wir lieber weiter. Ah, okay, das sieht gut aus. Da haben wir nochmal Mega Power Rinde. Ah, okay, ein Geheimversteck. Sehr schön. Eine Bildkarte. Da freue ich mich auch immer drüber, das wisst ihr ja bereits. Flubberwurmschleim. Auch sehr schön. So, jetzt können wir die ganzen Bohnen einsammeln. Harry ist ja ein bisschen bohnensüchtig, das wissen wir ja schon. Dankeschön. Ach komm. Sei still und fall runter. Was ist das denn hier? Roter Schleim. Okay. Nein, das ist natürlich Ektoplasma, Leute. Abfallstoff von Gespenstern. Oh, die Stelle hier hasse ich. Das ist extrem schwierig, hier rüber zu kommen. Eine kleine Geschicklichkeitsübung, wenn man so will. Okay, es hat gut funktioniert. Oh, komm schon. Sehr schön. Okay, das kommt auch schon rüber. Soweit, so gut. Sprung. Sprung. Perfekt. So. Komm schon. Nein, hallo. Harry, bist so behindert. Ohne Spaß. Habt ihr das gesehen? Der kann sich nicht festhalten. Der ist so eingeschränkt, der Junge. Komm, Harry, bring dich um. Okay, wofür das denn hin? Dort ist nichts, oder? Nein, komisch, dass da so ein Weg gemacht ist. Naja. Muss man nicht verstehen, wo ich dachte schon wieder, wir sterben, wisst ihr das? So, alles ein bisschen auf Geschwindigkeit hier jetzt mal. Sehr schön. So, hier haben wir jetzt die schwierige Stelle wieder. Dann lassen wir uns hier diesmal Zeit. Den Sprung bekommen wir ja nicht hin. Also, man muss schon sagen, wenn Snape mal eben was aus der Vorratskammer holen will, um Unterricht vorzubereiten, hat er auf jeden Fall einen langen Weg vor sich. Also, wenn ich mir vorstelle, dass der Chemielehrer bei mir auf der Schule irgendwie so eine chemische Zustand besorgen müsste. Also da wären wir alle eingeschlafen, bevor der wieder da ist. Ich meine, muss der so einen Hindernisparcours machen, stirbt er eventuell bei, aber was soll's? Naja. Wir sind ja kein Lehrer, wir sind nur ein Schüler, der was klauen will. Daher machen wir uns da keine Sorgen drum. Noch eine Bildkarte. Über die silbernen freue ich mich ja sehr, das wisst ihr bereits. Schön. Einen dritten Blitz. Könnten wir gut gebrauchen. Weg mit dir. Rein ins Loch.
Das ist Harrys Devise hier. Ach, komm schon. Du kannst mal ganz ruhig sein da oben. Sonst landest du auch im Loch hier. Ach, komm schon, Gnom. Du hast keine Rechte. Weg mit dir, genau so. So, für dich ist da hinten auch extra eine Lücke vorgesehen. Da kommst du ganz schnell rein. Die Bohnen nehme ich mit. Oh, es waren sogar relativ viele. So. Da kommen wir nicht hoch. Da müssen wir hier rumgehen. Und hier hoch, okay. So, Stück für Stück geht es ja doch ganz gut voran. Da haben wir auf jeden Fall ein geheimes Versteck. Das sehe ich doch schon. Den Schokoforsch brauchen wir. Nein. Okay, wir brauchen den Schokoforsch doch nicht. Ja, ich zeige euch gleich selber, wo das war, Leute. Das müssen wir uns nicht angucken. Da kommt er wieder hoch. Und da springt er wieder runter. Sehr schön. Komm her. Und weg mit dir. So, ganz einfach. Wir müssen jetzt hier über diese wackelige Brücke. Wir können einfach hier durchgehen. Also besser geht's nicht. Soweit können wir nicht zaubern, okay. So. Sehr schön, es geht weiter. Flubberwurmschleim. Sehr, sehr schön. Können noch zwei Tränkchen brauen. Das ist ganz in Ordnung. Ja, ich wusste es noch. Dass man hier runterfällt. Hier hat unser guter Snape wahrscheinlich alles einbrecherdicht gemacht. Dachte er, was machst du denn da? Muss man nicht verstehen. So. Und hier rüber. Perfekt. Oh, da haben wir auch schon das Zweihornhorn. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas außer die Bohnen? Nee, oder? Nee, gut. Nehmen wir uns das Zweihornhorn. Sehr schön. Also, viel besser geht's da nicht, oder? Hat ganz gut funktioniert. Snape, ich hab dir was geklaut. Fünf Mega-Power-Tränke, das ist ordentlich. Hey ho. Treibst du dich schon wieder in den Kerkern rum? Sicher hast du dich wieder mal hoffnungslos verlaufen. Ja, ich hab mich so... Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Ja. Ich hab mich so sehr verlaufen, dass ich dir sogar dein Horn abgenommen hab. Oh Gott, das war pervers. Oh, Hermine wieder. Hallo, Harry. Hallo. Ich habe zwei Hornhorn für den Zaubertrank gefunden. Voll stolz. Klasse. Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Ja, Hermine schwänzt jetzt jeglichen Unterricht. Sie gründen einen Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Oh, wie cool. Das ist in diesem Teil. Oh, ist das cool. Wir folgen dem, Leute. Oh, der Duellierclub. Logisch, der ist so genial, Leute. Wirklich, der ist so genial. Ihr werdet gleich sehen, warum. Oh, ich dachte schon, das wäre in einem anderen Teil. Genial. Genial, Leute. Ich sag nur genial. Wir folgen unserem Freund hier. Ihr seht, das langsam werden immer mehr Türen offen. Okay. Nehmen wir alles mit. 6 von 12. Das ist nicht viel. Aber okay. Hoch hier. Und hoch hier. Ich komme, mein Freund. Warte auf mich. So. Ja, im Duellierclub treten wir jetzt gegen andere Schüler an und dann sammeln sich hier nach und nach so Herausforderer. Die stehen hier dann im Kreis rum. Also einmal auf der Seite und auf der Seite hier. Und dann können wir die Herausforderer und dadurch Bohnen gewinnen. Wie das genau abläuft, seht ihr jetzt. Verdammt genial. Ab in die große Halle. Hier ist die... Können mich alle sehen? Könnt ihr mich alle hören? Sehr schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass Alter. Ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle.
die Hand ist auch mal gut gemacht, ey. Zauberer-Duells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Oder zu töten. Während eines Duells kannst du drei Zauber verwenden. Avada Kedavra. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimblewimble, wirkt der nächste Zauber deines Gegners nicht mehr richtig. Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimblewimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen. Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form von Bertibots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners. Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Professor Snape, ich bin Ihr Kollege. Nicht Ihr Assistent. Moonwolf-Drehung mal wieder. Hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Naja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Oh. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Okay. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Ja, ja, halt mal den Mund, Junge. Komm erst mal her. Dann kann's ja losgehen. Zauberstäbe in Position. Bei drei geht's los. Boah, was ist los, ey? Schluck auf, husten und niesen. Alles in einem. Na gut, wir machen weiter. Angst, Potter? Das hättest du wohl gerne. Eins, zwei, drei. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. So, wir machen immer nur hier Expelliarmus und lenken Zauber zurück. Kurze Erklärung. Links die drei Zauber. Expelliarmus! Unten links die Anzeige von Malfoy, die Lebensanzeige. Wir haben oben. Expelliarmus! Kennen wir ja schon. Unsere Blitze. Slytherin ist unberechtigterweise getroffen. Ach, schweig, Snape. Ihr habt einfach nichts drauf. Finde ich damit ab. Na, komm her. Expelliarmus! Harry Potter hat Slytherin besiegt. Ja, extrem schwierig. Enttäuschend. Das hat ja gut funktioniert, oder? Der gute Duellierclub. Serpensortia! Hau ab! Was war das? Das war aber schlecht gemacht, Leute. Gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der doch nicht! Ja, eigentlich hätte Harry jetzt auf Parsisch, sprich auf Schlangensprache, gesagt, verschwinde. Du bist ein Parselmund, Harry. Du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Es ist nicht egal, Harry. Oh mein Gott. Und Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Wie auch immer. Wir sehen uns später, Harry. Tschüss, Harry. Ja, Harrys Leben bricht gerade zusammen. Tschüss, Harry. Bis später, Harry. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Los, komm. Ich will aber nicht zur Schule. Nein, 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 das machen wir gar nicht mit. Wir folgen Ron natürlich. Gehen jetzt hier links und gehen erstmal ein bisschen Zauberduell zocken. Tschüss, Ron. Hahaha. können wir eigentlich auch in die große Halle gehen? Ich bin mir gerade unsicher. Geht das? Hier ist die große Halle, in der Feiern und Duelle stattfinden. Ah gut, der Himmel könnte besser aussehen.
Die haben aber zwei Kisten. Ich meine, es ist schön, dass die überhaupt gemacht wurde, die Halle. Dumbledore Stuhl. Da können wir nicht drauf, schade. Nicht mal eine Karte, ey. Naja. Ah, okay. Sehr cool. Striche. Naja, okay. Wie dem auch sei. Wie gesagt, cool, dass sie das überhaupt eingebaut haben. Das Spiel ist halt auch schon von 2002. Ja, Zeit zum Plaudern. 11 Jahre alt, Leute. Dafür ist es verdammt genial, möchte ich sagen. Okay. Ich versuche immer noch genug Bohnen für das Duell zusammenzukriegen. Ja, ist blöd, ne? So, hier haben wir die Zauberduellliste. Wir sind nicht mal drauf. Hä? Okay, bald kämpfen wir gegen mich selber. Das ist auch mal gut. So, das erste Duell geht sich nur um lächerliche 10 Bohnen. Naja, okay, wir starten das Duell. Komm schon, los geht's. Ohne große Zeit. Harry, du trittst genau jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Ja, Snape, du hast ja Ahnung. Expelliarmus! Nicht schon wieder ein Treffer von Potter! Boah, das war knapp, Leute. Nein, ich wurde getroffen. Harry hat einen anderen Gryffindor geschlagen. Wie peinlich, ey. Wie unloyal. Wie peinlich das gerade war. Ja, danke. Wir kriegen jetzt natürlich 20 Bohnen raus. Ist ja logisch, die doppelte Menge. 10 haben wir selber bezahlt. Ja, wir haben gewonnen. Juhu. Potter, du. Ja, wisch dir den Schweiß ab mit deinen 2 Fingern. Die hängen ja alle... Nein, egal, 3 Finger. Zeigefinger ist einzeln, Daumen und der Rest hängt zusammen. So, jetzt ist hier der nächste Gegner aufgetaucht. Ein Ravenclaw, 15 Bohnen. Ja, dann zeige ich jetzt mal meine Bohnen hier. Darf ich dir jetzt deinen nächsten Gegner präsentieren? Es ist Ravenclaw. Expelliarmus! Ja, komm. Wir beenden es. Expelliarmus! Oh, das ging ab, ey. Oh yeah, das hat gut funktioniert. Ja, wenn die Duelle so weitergehen, dann können wir jetzt nochmal eben alle Duelle durchmachen. Und dann mache ich danach erst einen Schnitt. Ja, das kennen wir schon, das müssen wir uns nicht nochmal angucken. Sehr schön. Auf zum dritten Duellpartner. Hallo, einer aus Hufflepuff. Ja, komm her. So. Hufflepuff wird heute den berühmten Harry Potter schlagen. Da bin ich mir nicht so sicher. Expelliarmus! Ja, ich hab gedrückt. Expelliarmus! Ah, okay, wir gewinnen trotzdem. Ey, da hast du ganz schön was abbekommen. Komm schon. Was geht denn hier ab? Oh, das sah aus, als hätte es Expelliarmus. Wir triggern jetzt mal. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, das könnte knapp werden. Ich darf nicht verlieren, Leute, das wäre so peinlich. Schluck das! Zurück, Hufflepuff! Lass nicht zu, dass er dich besiegt! Pass auf, sonst gewinnt Potter noch! Oh mein Gott, das war knapp! Wir halten wirklich nichts mehr aus, deshalb gerade hier diese etwas feige Taktik. Komm! Expelliarmus! Komm! Expelliarmus! Ja! Boah, das war knapp, Leute. Wie viel Leben haben wir? Hä? Ah, okay. Die wurden wieder regeneriert. Das ist in Ordnung. Der nächste Gegner ist Slytherin. 25 Bohnen. Das ist schon eine andere Menge. Jetzt fängt es langsam an, viel zu werden. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Expelliarmus! Expelliarmus! Ja, die Ehre. Ja, hier haben wir jetzt schon zwei Bücher stehen. Zwei Bücherregale, damit es nicht mehr ganz so eintönig ist. Expelliarmus! Wie gesagt, wir triggern einfach immer Expelliarmus. Das geht ganz gut. Irgendwas schwächelt der schon. Der Slytherin. Ja, sag ich ja.
Gar kein Problem. Ja, so können wir die jetzt alle Stück für Stück durchmachen. Ich würde sagen, wir machen noch hier den Gryffindor. Dann fängt das nämlich hier auf der Seite an und die machen wir dann wann anders. Hey ho. 35 Bohnen. Gerne. So. Harry, du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Das sehen wir ja noch. Ich hab dich im Visier, Potter. Versuch bloß nicht zu mogeln. Okay. Ne, den Zauber will ich nicht. Ich will nur rote haben. Dankeschön. Rote, habe ich gesagt. Rote. Dankeschön. Expelliarmus. Alles ein cooles Feature, muss ich sagen. Dieser Duellierclub. Expelliarmus. 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 Harry hat einen. Ja, sehr schön. Okay, jetzt müssten die auf der anderen Seite anfangen. Ganz genau, damit haben wir 50% geschafft. Sind jetzt schon der sechste auf der Liste. Sehr schön. Erik. Emily, Julia. Naja, okay. Sei es drum. Ich überlege gerade, wo draußen ein Buch ist. Fällt mir gerade gar nicht ein zum Speichern. Ist hier auf der Seite vielleicht eins? Nee, das ist nur eine Kiste. Die nehme ich aber auch gerne mit. 1029 Bohnen, das ist ganz in Ordnung. Na gut, wir gehen mal raus. Ich hoffe, dass draußen irgendwo ein Buch ist. Ansonsten müssen wir halt weiter zocken. Habt ihr gesehen, wie Ron da weggeflogen ist? Naja, komm, hier wird irgendwo ein Buch sein. Könnt ihr mir Hast nicht erzählen. Du Lust auf einen Handel? Entweder ist mein Kragen zu eng oder die Angst schnürt mir die Kehle zu. Da unten gehen wir später hin, da haben wir nix. Nee, aber tatsächlich, ich sehe kein Buch. Kann doch nicht sein, oder? Ja, man merkt schon, ich würde gerne einen Schnitt machen, dass ich so zwanghaft nach einem Buch suche. Dankeschön, Dankeschön, liebe Bohnen. Buch, hallo. Ja, da findet jetzt der Unterricht statt. Den ganzen Unterricht möchte ich aber gerne beim nächsten Video als Einleitung benutzen. Heißt quasi, das nächste Video soll ich dann direkt damit beschäftigen. Oh. Geheim, geheim hier. Ja, den Zauber können wir noch gar nicht. Das ist der, den wir gleich lernen werden. Wofür hier diese Pilze da sind, die uns hier vergasen. Lernen wir später kennen. Genau jetzt in Zauberkunst werden wir diesen Spruch kennenlernen, den wir dafür brauchen. Dann können wir auch Spinnennetze zerschneiden. Aber wird ganz interessant. Ich weiß, wo wir ein Buch finden. Mit einem kleinen Handel, Harry. Okay. Ich weiß, wo wir ein Buch finden. Da werden wir jetzt auch hingehen. Ist ein bisschen abgelegen, aber da waren wir sowieso noch nicht. Hey, Harry, Lust auf ein Geschäft? Nein. Wir haben die besten Preise in ganz Hogwarts. Nein, wir gehen hier mal lang, denn hier kommen wir zu den Ländereien. Ich sag mal Ländereien. In Wirklichkeit kommen wir hier nur zu Hagrid. Boah, sieht das hässlich aus, ey. Naja, hier durch die 2D-Pumper. Da haben wir Hagrids Hütte. Die Hütte vom guten alten Hagrid. Vom guten alten Vergewaltiger Hagrid, der mir oft sein... Naja, ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Boah, kommt runter, liebe Schweine, ey. Wer hat sich das denn einfallen lassen, ey? Mit dem Gegenzaubern. Okay, herstellen können wir keine Tränke, ist auch okay. So, und da geht's zum verbotenen Wald. Da werden wir später auch noch reingehen, Leute. Kleiner Spoiler an der Stelle. Noch ein paar Böhnchen, sehr schön. Ja, okay. Da würde ich sagen, quetschen wir uns hier mal durch. Ja, alles klar. So, und ich sage, schaltet wieder ein, dann geht's weiter hier mit Harry Potter, Leute. Begleitet mich weiter und den guten Zauberer hier. Ich freue mich noch aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Also die Bäume sind auch mal wieder genial gemacht. Naja, macht's gut, bis dann, Leute.